Da ist neulich ein neues Horrorgame rausgekommen aus, man höre und staune, Deutschland. Reveal von Pixel Split, die sitzen in Frankfurt, und gepublished von Dedalic hier aus Hamburg. Das war schon Grund genug für mich, mir das Ding mal anzuschauen. Und über ein kleines, aber sehr entscheidendes Detail in diesem Spiel möchte ich heute mit euch reden. Leute, abonnieren geht über Frieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in diesem Studio ist es unfassbar kalt. Deswegen wollen wir uns zügig dem heutigen Thema widmen. Ihr seid bei Turn On Games. Hi, ich bin Wolf. Und ihr habt es ja gerade schon gehört, ein neues Horrorgame aus Deutschland ist auf dem Markt. Reveal. Ich vermute, einige von euch haben sich das Ding auch schon mal angeguckt. Ich bin jetzt auch dazu gekommen. Und was ich dazu zu sagen habe, das erfahrt ihr in den nächsten paar Minuten. Also viel Spaß. Okay, also Reveal. Ich werde in diesem Video so wenig wie möglich spoilen, denn wir haben hier ein psychologisches, narratives Horrorgame. Und das ist ja meistens nur eine anspruchsvoll klingende Umschreibung für einen Walking Simulator, in dem ihr wenig zu tun habt, was das Gameplay angeht. Stattdessen liegt hier der Fokus mehr auf der Atmosphäre und der Story. Tja, und was soll ich sagen? Genauso eine Art Spiel ist Reveal. Ihr lauft viel rum, guckt euch noch mehr um, löst ein paar mittelschwere Rätsel und ab und zu kommt mal ein bisschen Action auf, was in diesem Fall bedeutet, dass ihr vor einem Monster fliehen oder eine Runde schleichen müsst. Das sieht alles einigermaßen schick aus, aber wie gerade gesagt, Reveal, es ist ein Walking Simulator. Also ihr müsst schon sehr auf dieses Genre stehen und wissen, was euch hier erwartet, wenn ihr keine Enttäuschung erleben wollt. So ein Spiel steht und fällt mit der Story. Und weil kein Horrorgame heutzutage ja einfach nur eine simple, schnörkellose Geistergeschichte erzählen kann, wird es auch hier tiefenpsychologisch. Oh. Wow, what a strange dream. Wir übernehmen die Rolle von einem Familienvater, der bei einem Zirkus arbeitet. Eines Tages sind seine Frau Martha und seine Tochter Dory, kennen wir uns? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Verschwunden. Das geht natürlich nicht mit rechten Dingen zu. Und es ist eure Aufgabe rauszufinden, was mit euren Mädels passiert ist. Ja, und viel mehr sollte man zur Story gar nicht wissen, denn alleine diese Minimalbeschreibung wird einigen von euch schon reichen, um zu ahnen, in welche Richtung das hier alles geht. Spoiler, die Frau und die Tochter haben sich nicht einfach nur extrem viel Zeit gelassen beim Brötchen holen. Aber die Story nimmt im letzten Drittel dann doch noch eine Wendung, die ich nicht habe kommen sehen, zumindest nicht von Anfang an. Da kann ich jetzt leider nicht mit euch drüber reden, weil, wie gesagt, das wäre ein fetter Spoiler. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht alle happy sind mit dem Kniff, der am Ende kommt. Aber also ich war doch angenehm überrascht, dass die Geschichte nicht ganz so klar und berechenbar ist, wie man anfangs vielleicht noch meint. Ein bisschen unschöner finde ich da, dass Reveal nicht sehr gruselig ist, was ziemlich blöd kommt bei einem psychologischen Horrorgame. Ich meine, klar, das ist natürlich völlig subjektiv. Vielleicht gibt's ein paar Leute, bei denen geht hier der Kackstift. Aber ab und zu mal eine Clownsfratze, die einem ins Gesicht springt, oder man dreht sich um und plötzlich, stehen da ein paar Schaufensterpuppen. Tja, ganz schön fresh, ne? Also ihr solltet Reveal nicht spielen, wenn ihr euch mal wieder so richtig erschrecken wollt. Da versagt dieses Spiel nämlich so ziemlich auf ganzer Linie. Und das liegt eventuell auch daran, dass sich die Macher für eine Designphilosophie entschieden haben, die das ganze Spiel irreparabel beschädigt. Die Hauptfigur kommentiert alles. Ihr könnt keine 2 Meter gehen, ihr könnt kein vollgerotztes Taschentuch angucken, ohne dass Walter euch seine Gedanken dazu mitteilt. Mr. Giraffe, she takes him everywhere. Ihr habt nahezu keine Chance, euch von der immer bizarrer und albtraumhafter werdenden Atmosphäre gruseln zu lassen, ohne dass der Typ euch eine Bulette ans Ohr labert. Und das Schlimmste dabei ist, dass die inneren Monologe, an denen ihr zwangsläufig teilhabt, nur enthüllen, was für eine Schlaftablette der Typ ist. Egal, welche hirnsprengenden Schockerszenen ihr erlebt, der nimmt das alles so stoisch hin, als wäre es maximal eine leichte Irritation, die einen aber jetzt nicht groß aus dem Konzept bringen sollte. Oh, that's our ghost train. Maybe this will lead me out of this damn nightmare. Und ja, ich kann mir schon denken, dass eine Figur in einem Horrorgame nicht wirklich so reagieren kann, wie ein echter Mensch es vermutlich tun würde, nämlich mit Panikattacken, hysterischen Schreianfällen oder katatonischen Schocks, weil das Gehirn den ganzen Terror nicht mehr verarbeiten kann. Also kein Mensch will sich 4 Stunden lang das schrille Kreischen von jemandem anhören, der etwas so Schreckliches mit ansieht, dass er sehr zu Recht darüber den Verstand verliert. Aber der Typ hier, der wirkt so lebensnah und emotional, als würde er sich morgens gefrorene Hühnersuppe spritzen. Das Fundament der Realität bricht um mich herum zusammen. Ich erlebe hier etwas, das völlig außerhalb der menschlichen Erfahrung liegt. Da bin ich ja über die Grenzen rationalen Denkens hinaus entsetzt, ne? Is that
An actual eye? Dieser substanzlose Wortdurchfall von unserem Protagonisten ist so ein krasser Stimmungskiller, dass sich für mich das ganze Spiel bis zum Schluss davon nicht erholen kann. What is this? Where is this? Hey Walter, will you just shut the fuck up? Ey, das ist vielleicht einer der Gründe, warum PT damals so eingeschlagen ist. Das war nicht nur die wahnsinnig gute Grafik, die wirklich unheimlichen Gruselszenen, die kryptische, rätselhafte Story, an der die ganze Community unaufgefordert mitgebastelt hat, dass es ein Silent Hill Spiel werden sollte. Das spielte alles eine Rolle, bestimmt. Aber ich glaube, erstmal waren wir alle von dieser unfassbar bedrückenden Atmosphäre gefesselt. Der Horror konnte hier atmen, sich entfalten, wurde langsam immer schlimmer und bedrückender, eben weil wir uns in unsere Figur reinversetzen konnten. Sie ist quasi nur ein steuerbares Vehikel für uns, ein leeres Blatt Papier. Wir brauchen keinen Erzähler, der uns voll labert damit, wie gruselig hier alles ist, weil wir das selber spüren. Danke. Und ja, ich weiß, ich bin ja auch so einer, ne? Ich kann quasseln und labern und bestimmt gibt es einige von euch da draußen, die würden mir jetzt vorwerfen, dass ich in meine eigene Stimme ganz schön verliebt bin, wozu ich sage, ja. Aber ey Mann, selbst ich weiß doch, wann ich vielleicht lieber mal für ein paar Sekunden die Klappe halte, um eine schöne Szene nicht zu ruinieren. Glaubt ihr nicht? Hier, guck mal, damals, vor 100 Jahren, habe ich auf meinem privaten Channel ein ganz wunderbares Gruseldrama durchgespielt, The Cat Lady. Und am Ende wird es ganz berührend und ein sehr emotionales Lied setzt ein. Und was mache ich? Even if it takes me not 9, but 900 lives. You open up your heart to all. Ja, einfach mal nix sagen und eine Szene wirken lassen. Das war The Cat Lady. Tauscht euch ein bisschen in den Kommentaren aus. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Ja gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das nicht auch vielleicht komisch ist, ein Video so zu beenden. Und ja, vielleicht ist es das auch. Aber damals in diesem Moment, da hat es sich komplett falsch für mich angefühlt, die Stimmung, in der einen das Spiel entlässt, mit meinem dummen Gelaber zu ruinieren. Und ich wünschte, für The Reveal hätten die Macher da gelegentlich mal eine ähnliche Zurückhaltung an den Tag gelegt. Ich finde nicht, dass ein stimmungsvolles Spiel zwangsläufig einen stummen Protagonisten braucht. Nee, ich meine, das kann ja auch total seltsam und unpassend wirken, wenn jemand so gar nicht auf den Wahnsinn reagiert, der um einen herum abgeht. Also ich bin ja bis heute der Meinung, dass Gordon Freeman aus Half-Life keine gute Figur ist, eben weil er im Grunde absolut keinen Charakter hat, keine Persönlichkeit. Er ist einfach nur eine leere Hülle, in die wir uns reinprojizieren können. Aber für Half-Life war das eben die absolut richtige Entscheidung, weil es damit eben fast keine Distanz zwischen uns als Spielern und unserer Spielfigur gab. Das hängt natürlich immer vom Kontext ab und was die Macher erreichen wollen. Es geht natürlich auch so eine Art Mischform. Hier Halo, zumindest in der ursprünglichen Trilogie, da ist der Master Chief auch nur ein Panzer auf zwei Beinen, ohne Persönlichkeit. Der ist einfach nur ein gesichtsloser Supersoldat, eine Art Werkzeug, das einen Job verrichtet. Aber trotzdem hat er Sprechtext, er kommuniziert mit anderen, er reagiert. Das hat niemand gestört. Wir alle waren trotzdem der Master Chief. Also ich will sagen, man kann einen stummen Protagonisten haben, man kann ihn quasseln lassen oder irgendwas dazwischen. Aber es muss zum Spiel, zur Atmosphäre, zur Stimmung passen. Und wenn ich ein psychologisches, narratives Gruselgame habe aus Ego-Perspektive, wenn ich mich also voll in meine Spielfigur reinversetzen will, ja, dann müssen ihre Texte entweder absolut geschliffen und immer glaubwürdig sein oder der Typ hält besser die Klappe, damit ich mir meine eigenen Gedanken machen kann. Ja, und das werde ich jetzt auch machen. Ich höre auf zu labern und ich gebe euch das Wort. Wie mögt ihr eure Horrorgames? Mit einem stummen Protagonisten oder einem, der viel redet? Tauscht euch doch hier in den Comments aus. Und abschließend möchte ich zu The Reveal sagen, dass ich die Jubel-Arien auf Steam bei aller Liebe nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, die Story ist okay. Aber es gibt so viele ähnliche Spiele, die einfach besser sind, dass es für diesen Titel hier echt schwer wird, langfristig im Gedächtnis zu bleiben. Layers of Fear ist gruseliger, What Remains of Edith Finch ist spieltechnisch abwechslungsreicher und berührender und wer eine wirklich interessante Story mit einem Magenschwinger-Twistende erleben will, muss Soma spielen. Und somit ist Reveal wohl nur was für alle, die von Spielen dieser Art einfach nicht genug kriegen können.
Ja, Leute, ich hab's ja euch ja gerade gesagt, ich bin jetzt nicht absolut begeistert von The Reveal, aber ein Horrorgame aus Deutschland, das ist natürlich grundlegend erstmal sympathisch, das supporte ich auch gerne und ich hoffe, dass die Macher von Pixel Split, naja, zumindest so einen Erfolg mit dem Spiel haben, dass ihnen ein bisschen Geld in die Kasse gespült wird, damit sie vielleicht mit dem nächsten Titel sich ein bisschen mehr trauen, mal neue Wege gehen und uns was wirklich Überraschendes anbieten. Das war The Reveal nämlich leider nicht unbedingt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wie immer, ihr wisst es, dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare, über euer Feedback. Ein Däumchen hoch oder runter und ein Abo, das ihr eventuell da lasst, ist natürlich auch gerne gesehen. Und wir sehen uns heute in einer Woche, also nächsten Sonntag wieder. Und dann reden wir mal über einen etwas größeren Titel, den ich schon lange auf der Liste habe. Ich habe da auch schon mal ein, zwei Preview-Videos zu gemacht und jetzt ist es dann endlich soweit. Es gibt einen großen Test mal wieder. Also seid auf jeden Fall gespannt, seid dabei und heute in einer Woche ist es dann soweit. Also, ich bin raus. Bis dann. Tschüss.